Wie versprochen habe ich euch den Weg gekürzt. Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir nach langen Qualen Morpha besiegen können und nun müssen wir nach Kakariko. Da stimmt was nicht, ja? Die Häuser brennen, beziehungsweise das Haus brennt. Und Link schaut sich erstmal ein bisschen um. Lange habe ich nicht mehr The Legend of Zelda Ocarina of Time aufgenommen, geschweige denn irgendein anderes Let's Play. Ich habe ja schon Pokémon beendet und Mario. Also Starlight Adventures. Wird wahrscheinlich vorher schon alles fertig abgeloadet sein und bis dieses Video hochkommt, wird es auch noch eine ganze Weile dauern. Naja, zurück zur Geschichte. Zurück, Link. In diesem Brunnen müssen wir Gott sei Dank nicht mehr. Wow! Ja, ach du Scheiße! Was ist das? Wo will es hin? Link, ich glaube, das ist sehr ineffektiv. Scheiße gelaufen, ne? Gerade mal mein Eis jetzt genießen. Gebt mir eine Minute, Leute. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Link, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst in den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, so dass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Nasubi. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Link, Impa ist eine der sechs Weißen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Nebenbei auch einer meiner Lieblingstitel neben dem Requiem der Geister. Hört sich schon sehr traurig an, finde ich. Oh, ich habe aber nach... Wunderschönes Lied, muss ich gleich schon mal wieder erwähnt haben. Richtig schön. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Ich werde mich nun um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Link. No, und jetzt macht sie wieder einen Abgang. Ja, bravo. Um das Dorf kümmern. Das hilft nicht viel, wenn du hier abhaust. Spielen wir mal das neue erlernte Lied. Und gehen jetzt auf zum Schattentempel, der auf uns wartet. Zum Friedhof, ja, jetzt auf zu dem unheiligen Friedhof. Und hier sind wir, der Friedhof. Fuck, ich glaube, ich habe nicht mal genug Magie, ne? Kritisch. Kann ich gleich wieder runter? Na toll. Eine Sache habe ich vergessen. Ich brauche Magie.
werden doch gleich sehen, warum. Oh fuck, jetzt mach ich schon Sky, das Minecraft nach. Seine Lieder sind catchy. Solltet auf jeden Fall reinschauen. Vor allem für Minecraft-Fans. Eindeutig, es muss. So, und das nochmal. Und jetzt wieder zurück zum Schattentempel. Und ja. Und jetzt hinunter in die Höhle. Aber wir brauchen noch eine Sache. Und zwar Dienst Inferno. Sonst geht da gar nichts. So, Dele. Hier draufstellen und... Kaboom! Und alle Flammen sind... Nicht alle Flammen, alle Fackeln sind natürlich angezündet und wir können rein. Und damit sind wir jetzt im nächsten Dungeon, der Schattentempel. So, ich habe den jetzt nicht wirklich schwer in Erinnerung. Der ist mir eigentlich am wenigsten im Kopf hängen geblieben. Die Schatten werden nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Nee. Ich brauche normalerweise das Auge der Wahrheit nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich kenne den Weg noch einigermaßen gut. Jener mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben ist. Nur gucken, wo? Ja. Ist gut. Au. Zombie. Tschüss. Ach, da kann man auch, glaube ich, einen Glitch machen, sogar genau in diesem Raum. Und zwar kann man sich hier durchglitschen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt schon vergessen. Und dann kann man direkt zur Tür rüberziehen. Naja, egal. Ich will es gar nicht versuchen. Ich möchte das jetzt fair schaffen. Wo seid ihr? Tschüss. Ach, die war vor mir. Da stirbt man. Das wäre schon ein bisschen schockierend, wenn ich jetzt hier schon mein Dungeon-Item kriegen würde. Irgendwie glaube ich das sogar. Aber das kann doch nicht sein, oder? Nee, ich krieg Klopapier, ich meine Labyrinth-Karte. Schade. Hoppla, Leute. Ich meine den natürlich schade. Nein, ich wollte die Lust nicht. Ach man. Egal. Was ist denn hier? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Doch, ich glaube, hier kriege ich sie jetzt, ne? Stirbt. Oh, so viele Hände. Oh. Wie schmeckt dir das, Schlampe? Wie schmeckt dir das? Komm runter. Krieg eine Ladung von meinem... Eisen im Metall! Boom! Ja, ehek. Komm runter mit deiner hässlichen Visage. Boom! Ey, ich hab dich erwischt. Nein. Jetzt beeil dich, bevor die Hände wiederkommen. Ah! Wieso treffe ich dich nicht? Ich hab dich voll im... Dummes Drecksviech. Oh Gott, sie erinnert mich an meine Großmutter teilweise. Komm schon.
machen wir fertig. Mit ein paar Wirbelattacken. Buam! Tschüss, Tante Edel. Und hallo, Dungeon Item. Es kommt für meine Verhältnisse ein bisschen zu früh, würde ich ehrlich gesagt sagen. Weil der Tempel ist noch lange nicht fertig. So. Wir haben die Gleitstiefel erhalten. Mit den seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Aha, aha, aha. Check it out. Muss ich nur gucken, wo geht es hier jetzt wieder raus? Ich meine, es war hier irgendwo. Hier nein. Ja, toll, jetzt bin ich beim ganzen. Oh ja, hier, da ist es. Nein, da ist es auch nicht. Nein. Immer falsch. Wo muss ich hin? Man muss sich als Auge der Wahrheit nehmen. Wo ist es? Hier. Okay, wir sind draußen. Puh. Das war jetzt vielleicht ein Stress, Leute. Aha. Weiter drehen. Schneller. Ach Mensch, jetzt habe ich den Tunnelbau ausgeschaltet. Ich kann nicht speeden. Oh. Gut, egal. Wir haben es jetzt geschafft. So, hier hin. Goodie, das Türchen geht auf. Om nom nom. Das Monster sieht cool aus. Wieder unsere Gleitstiefel anziehen. Und rüber mit uns. Geile Sau. Ja, normal hasse ich die Gleitstiefel. Die gleiten so. Da brauche ich jetzt wieder Bomben. Bomben. Gott sei Dank, jetzt habe ich schon gedacht, meine nächste Überlegung war, scheiße, habe ich jetzt genug Bomben dabei? Aber Lobber lässt sich haben wir Bomben dabei. Tschüss. Boom, jetzt müssen wir gucken, wo geht es hier weiter? Hier. Hier. Oh. Aufpassen. So, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Wo soll ich hin? Ich glaube, ich gehe da, wo man aufsprengen kann, rein. Ah, geht nicht. Okay, Sache geklärt. Rechts. Also entweder gehen wir oder rechts oder links. Ich glaube, wir gehen links. Oh. Yippie, das sieht doch mal wieder lustig aus. Guckt euch mal die Sensenmänner an. Ey. Da kriegt man ja wieder richtig Lebensfreude. Was machst du denn da? Oh, Link, du bescheuerter Hund, du. Erst wenn du geil aufs Sterben bist, dann sag ruhig Bescheid. So, jetzt will ich hier meinen Kristall haben. Wo muss ich hin? Oh, das ist auch knapp. Wo sind diese anderen Dreckskristalle? Nein! Oh, da ist einer. Fuck. Okay. Hier im Auge. Ich muss durch den Monsun. Oh mein Gott, das hat mich nicht erwischt. Wow, das auch nicht. Okay, cool. So, Schatztruhe, Link. Und wir kriegen hier einen kleinen Schlüssel. Na, Halleluja. Wir hauen wieder ab, würde ich sagen, ne? Nein. Oh, fuck, ich wollte da nicht runter. Scheiße. Wahrscheinlich kann ich mich da wieder nicht hinentern, ne? Nein. Ich darf den ganzen Weg wieder hochklettern. Na, dankeschön.
Brauche ich schnell eine Portion Eiscreme. Jetzt habe ich aber echt spät reagiert, das muss ich mal gleich gesagt haben. Nein. Nein. Oh Mann, dann gehen wir halt gegen den Monsun. Das ist mir jetzt aufgewusst. So. Und jetzt zur verschlossenen Türe, würde ich sagen, oder? Hallo, Klubschi! So, da habe ich einen guten Trick. Ihr seht auch da drüben, ihr habt es gerade an der Wand gesehen. Hier ist noch eine Stille gewesen und die mache ich jetzt auch kaputt. Ne, sogar zwei mache ich kaputt. Müssen alle sterben. Schnell rüber. Schnell. Wow, das war knapp. Schnell rüber. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Okay. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich hier in dem Dungeon irgendwie ein bisschen einsam. Abgesehen davon, dass Navi bei mir ist, fühle ich mich echt einsam. Ja, 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 auch. Tschüss. Stirb. 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 Boom. Und boom. Mach ab, Mann. Ich will hier keiner sehen. So, gut bleiben. Rüber, rüber. Okay. Und dann muss ich mir das Gestell sammeln. Aua. Hui, aua. 100 Reben haben wir noch einen Kristall. Und unter dem. Und dann haben wir auch dieses Schloss geknackt. Oh nein. Oh nein! Bin ich bescheuert. Okay, alles cool, alles cool. Ja, wo muss ich jetzt hin? Hier? Nee, nee. Ich glaube, ich nehme mal das Auge der Wahrheit her. Irgendwo muss doch was sein. Ist hier was? Hier kriege ich wahrscheinlich nur ein bisschen Geld wieder, ne? Ich kriege Feinde. Vielleicht brauche ich die jetzt irgendwas. Muss ich gerade mal wieder ein bisschen gucken. Mal gucken, was da drauf steht. Nur der, der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schuss für den tödlichen Stachel finden. Aha! Link, beeil dich. Ich kann mich erinnern, das nochmal. Ich kann mich erinnern, dass es eine richtig scheiß Quest war. Am besten jetzt von da nehmen, genau, und rüberziehen. Da. Komm schon, wir haben es gleich geschafft. Okay, Gott sei Dank.
So, was haben wir hier oben? Ah, wir haben hier eine schöne Aussicht. Und da drüben haben wir ein Schalldorf. Und wahrscheinlich einen kleinen Schlüssel, ne? Den brauchen wir auf jeden Fall. 5 Rubine, what the fuck? Nein, 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 nein. Okay, da ist jetzt aber ein kleiner Schlüssel drin. Ein kleiner Schlüssel öffnet verschlossene Türen. Kannst du mit dem Labyrinth, bla bla bla. Blödsinn machen. So. Was kann ich über das Team eigentlich aussagen? Ich finde es jetzt... Ja... Wie finde ich jetzt das Team? Also ich habe jetzt mal so überlegt nebenbei... Gerade in meiner Schweigeminute... Was ich von der Musik hier halte. Sie ist ja ganz gruselig, muss man sagen. Es passt zur Atmosphäre, war aber nicht meine Lieblingsmusik. Liegt aber auch daran, da ich generell kein Horrorfan bin. Hängt auch wahrscheinlich viel damit zusammen, aber ich denke mal, für Horrorfans ist das eine super geeignete Musik, die einem richtig auf der Zunge vergeht, könnte man sagen. Wortwörtlich. So, und rüber. Alles klar. Türchen öffnen. Soll ich jetzt das Partchen schon beenden? Nee, ich glaube, ich sammle jetzt noch die restlichen silbernen Kristalle und dann könnten wir, glaube ich, schon wieder Schluss machen. Boom. Komme ich an dich ran, ne? Ja, ich bin zu faul, das Auge der Wahrheit zu nehmen, aber bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja gut, hätte ich weiter hochgezielt, wäre ich wahrscheinlich erfolgreich gewesen, aber so nicht. Tot! Ja, ja. Also irgendwie bleibt mein Kommentarstil aus, ich merke das jetzt gerade schon. Könnte aber auch vielleicht daran liegen, weil ich so lange nicht mehr Let's Play habe. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Ich glaube nichts Gescheites, oder? Ja, das war mir schon fast klar. Ich denke, wir machen hier vielleicht Schluss. Ich denke, noch ein paar würden wir brauchen. Und dann sind wir schon bei Bongo Bongo. Und darum würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von The Legend of Zelda. Okay, we are out of time. Ja, bis dann, Leute, ne?